Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Rabea Stampin'-Up-Demonstratorin für Österreich und für Deutschland. Und ja, heute ist der 1.8. Das heißt, erstens, ihr könnt heute eure Gutscheine einlösen. Wenn ihr im Juli bestellt habt bei Stampin'Up, könnt ihr ab heute eure Gutscheine einlösen. Zweitens, heute beginnt der Kartenkurs mit mir und zwar wird es weihnachtlich. Das hatte ich euch ja angedroht. Und wenn ihr über einen Warenwert von 75 Euro kommt, dann schicke ich euch die Materialpakete, die ich euch gleich zeigen werde, kostenlos nach Hause zugeschickt. Ja, das heißt, ihr könnt schon mal wirklich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der Kartenkurs, die Bonustage, also das Einlösen und ihr kriegt noch das Materialpaket kostenlos zugeschickt. Ja, damit ihr wisst, womit wir gearbeitet haben, werde ich gleich einfach mal die Kamera drehen und zeige euch das. Und ich habe versucht, wirklich ganz viel Material zu nehmen, damit ihr alles mal so ein bisschen habt, mit dem arbeiten könnt und das schon richtig loslegen könnt oder schon mal antesten könnt, wie es ist, zu Weihnachten zu arbeiten. Und ja, ich würde sagen, ich drehe einfach mal die Kamera und dann geht das los. Wir arbeiten heute mit dem Vellumpapier. Das ist dieses hier und dieses. Da habt ihr nämlich bei dem Stanzset Golden Greenery hinten die Stanzform zu. Das habe ich jetzt alles in mühseliger Arbeit einfach mal ausgestanzt. Und es gibt zu dem Pergamentpapier noch einen dritten Bogen, den habe ich aber nicht benutzt. Und genau, also ihr werdet mit dem Pergamentpapier arbeiten. Dann muss ich euch das andere leider im Computer zeigen, weil ich habe schon ganz viel aufgebraucht. Ich werde euch auch mal ein bisschen weiter ranholen. Also hier unten seht ihr nämlich einmal, brauche ich mal meinen Stift. Hier seht ihr nämlich dieses besondere Pergamentpapier, das, was ich euch gerade gezeigt habe, anmutiges Adventsgrün. Mit dem haben wir gearbeitet und wir arbeiten mit diesem Papier. Grün, goldene Weihnachten. So, und ich habe jetzt schon so viel von dem Papier verbraucht, dass ich euch das leider nur noch so zeigen kann, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Und zwar habt ihr jetzt hier einmal die grüne Seite, da hinten diese goldene Seite. Hier, das sieht man schlecht, aber seht ihr gleich beim Kartenkurs, das ist mit Gold bestückt, das ist ohne Gold. Hier ist es nochmal andersrum, also das ist immer Vorder- und Rückseite. Hier ist auch mit Gold, das kann man wirklich sehr schlecht sehen. Das hier im Hintergrund ist ohne Gold, da kommt es nochmal ohne Gold, da mit Gold. Das habe ich alles ausgestanzt. Das findet ihr gleich als Stanzteile wieder und dieses Papier gibt es bei mir nicht, weil das ist ja die Rückseite und ich habe mich entschieden, ich werde einfach die Seiten ausstanzen, die Motive. Das hier ist in Gold, das ist wieder nur in Grün. Hier habt ihr die Glocken und auch einige Teile, die habe ich auch alle ausgeschnitten. Da gibt es keine Stanzen zu, deswegen die habe ich ausgeschnitten. Das wäre jetzt der Hintergrund dazu. Das Papier gibt es leider dann nicht bei mir. Und hier habt ihr nochmal von Anfang das Papier in diesem Gold und dann das im Hintergrund. Ja, das war das mit dem Papier. Und zu dem Papier kommt eigentlich noch Vanille und die Farben. Das ist einmal Waldmoos, Olivgrün, Gartengrün, Grundweiß. Das Basic Beige habe ich mir ausgedacht, das passt nämlich richtig gut dazu. Und das Pekanuss, es steht hier hinten nämlich auch sonst immer noch mal drauf, welche Papiere dazu passen. Und ihr seht schon, hier habe ich noch ein paar Reste und ihr seht hier auch, dass es hier zum Beispiel, das konntet ihr eben nicht sehen, das ist mit Gold bestückt. Also es ist wirklich nur noch Rest, was hier drin ist. Das ist das Gold, also das Papier ist wirklich, wirklich wunderschön. Genau, und das ist das jetzt hier mit den Sternen, was man eben auch nicht sehen konnte. Das ist auch richtig schön mit goldenen Sternen. Und das hier ist auch recht gold. Und das zeige ich euch gleich einfach mal im Kartenkurs, was wir dann da benutzt haben. Wenn ihr online über Accessoires und Bänder stöbern wollt, hier kommt ihr auch zu den neuen Sachen. Das Band habe ich jetzt nicht benutzt. Das ist auch in Vanille pur. Das würde auch zu dem Papier passen. Aber wir haben diese selbstklebenden Beeren benutzt. Die sehen dann so aus, total schick. Die sind in so einem Perlmutt. Die kriegt ihr dann auch von mir dazu. Und wenn ihr euch die Accessoires und Bänder einfach mal durchguckt, hier findet ihr auch ganz viel,
was zu Weihnachten passt, vor allen Dingen auch mit Gold. Das würde mitpassen. Hier dieses Geschenkband mit bunt schimmernden Streifen. Das ist so verwebt in der Mitte. Es gibt aber noch ein, für mich finde ich, schöneres. Das ist nämlich mit Silber. Genau. Hier oben sind noch graue Perlen, falls ihr mal was macht. Hier ist noch mit Basic Beige. Das würde auch sehr gut dazu passen. So was Braunes mit Sicherheit auch. Hier, diese sind auch sehr schick mit Gold da drin. Guckt einfach mal durch. Ihr findet bestimmt irgendwas. Hier auch dieses Blaue mit dem Gold ist auch mega schön. Und das meinte ich hier oben, das feine Geschenkband mit Silber und Weiß passt richtig gut. Hier habt ihr die Perlenschmuck in Blüte. Da habt ihr ein paar Grüntöne, rosa, und hier unten noch die goldenen Accessoires. Die sind auch richtig schick. Ja, hier habt ihr natürlich nochmal Sterne. Also guckt euch ruhig mal durch. Hier in Neutralfarben. Pailletten, die sind auch sehr schick. Oder auch das, das würde auch alles dazu passen. Hier habt ihr nochmal Silber und goldenes Band. Und na. Wir haben jetzt aber auch nochmal gearbeitet mit diesem Basic Pack mit den Kordeln. Genau, hier hinten findet ihr auch nochmal die ganz normalen. Hier haben wir nochmal die Klarsichtfolie und da der Leinfaden. Genau, also schaut euch da mal durch. Das wäre dieses hier. Dann habe ich noch gearbeitet mit euch mit dem Stempelset Olivgrün, Waldmoos und Gartengrün. Passen natürlich zu unseren Hintergründen. Und wenn ihr online bestellt, also ich verlinke euch alles unterhalb des Videos, aber ihr könnt hier auf die Reihen klicken und dann kommt hier diese Weihnachtskategorie und hier könnt ihr euch zum Beispiel das Weihnachtsset nehmen. Das ist dieses hier, Weihnachtsworte. Und da habt ihr hinten auch diese Anhänger, das zeige ich euch gleich nochmal komplett. Hier habt ihr noch passend das Band, hier ist dieses Golden Greenery. Hier habt ihr das nochmal einzeln. Hier auch nochmal die Beeren, die dazu passen. Ja, und hier habt ihr halt auch dieses Komplettset und dann habt ihr halt wirklich alles dabei. Und zu diesem Standset gibt es noch ein ganz neutrales Stempelset mit Geburtstagen und Hochzeit und alles Mögliche. Das kann man sich dann auch nochmal nachkaufen, wenn man möchte. Genau. Aber ich verlinke euch das alles nochmal unterhalb des Videos. Und was ich noch gemacht habe, ist, ich habe mir die Basics 3D-Prägeformen genommen und habe hier mit dieser Prägeform gearbeitet. Das werdet ihr dann gleich sehen. Und ich finde, das passt auch super dazu. Wenn man das dann noch mit dem Papier kombiniert, sieht es total schick aus. So. Und das sind eure Materialpakete, die ihr von mir zugeschickt bekommt. Hier habt ihr wirklich von allem was dabei, wie ihr schon sehen könnt. Hier habt ihr auch das Pergamentenpapier mit dran, die Blüten und, und. Also das sind die vier Materialpakete, die ich euch zuschicke, kostenlos, wenn ihr über 75 € kommt. Und nun würde ich sagen, starten wir einfach mal mit den Karten. Für Karte Nummer 1 bekommt ihr dieses Materialpaket. Und zwar habt ihr hier einmal die Grundkarte. Können wir schon mal nachfalzen. Dann habt ihr hier einen Auflieger, den habe ich schon geprägt. Der kommt nachher hier rauf. Dann haben wir dieses Stück Papier. Von der Seite sieht es so aus. Und jetzt könnt ihr das entweder so rum nachher benutzen, dass hier die goldenen Ecken rauskommen. Oder ihr macht es so rum und dann kommen die grünen Ecken raus. Ich mache das so rum, dass man das Goldene sieht. Das heißt, ihr braucht euer Schneid- und Falzbrett. Legt euch das Stück an der langen Seite an und sucht euch den Mittelpunkt. Der ist 7,25 5. Achso, ihr müsstet natürlich vorher die Schneideklinge nach oben machen. Und dann schneidet ihr das bis zur 4 ein oder ihr setzt euch den Schneider hier bei 4 ran und zieht es einmal nach oben, dass ihr das in der Mitte einmal geteilt habt. Schneideklinge wieder weg. Dann habt ihr hier euren Punkt bei der 4. Also ihr seht, wo euer Papier hier geschnitten ist. So, jetzt habe ich es.
Dann legt ihr hier oben die Ecke an. Guckt nochmal, dass ihr hier mit eurem Schneidepunkt genau in der Mitte seid. Und dann könnt ihr falzen. Einmal bis zu eurem Punkt. Und dann könnt ihr das nämlich auch schon mal umknicken. Und genau das gleiche macht ihr jetzt auf der anderen Seite. Ihr könnt es auch so reinlegen. Jetzt habt ihr ja den Punkt besser im Blick. Oben die Ecke. Hier euer Punkt. Und dann falzt ihr wieder. Und dann könnt ihr das Ganze wieder umknicken. So. Das setzen wir uns jetzt hier einmal rauf. Das Schneide- und Falzbrett kann dann weg. Dann habt ihr hier so ein bisschen, als dass sich das aufklappt und hier hinter diesen geprägten Rand, finde ich richtig schick. Ihr könntet das aber auch noch anpassen. Das ist euch frei. Also jetzt wäre es so, dass es genau über das Olivgrün geht. Das habe ich extra gemacht, damit ihr euch das aussuchen könnt. Oder ihr kürzt euch das jetzt noch ein. Das heißt, ihr kürzt euer Papier auf 13,85 ein. Und dann noch auf 9,5. Also das bleibt euch frei, wie ihr das machen möchtet. Und dann habt ihr jetzt noch diesen grünen Rand drumherum. Finde ich ein bisschen schicker, aber ich habe mir gedacht, ich lasse euch die Wahl einfach. Und das kleben wir uns jetzt eben einmal auf. Ihr nehmt euch euren Flüssigkleber, wenn ihr den dann findet. So, da ist er. Genau, und klebt euch das einfach auf eure Mattung. So habt ihr nämlich drumherum noch einen kleinen grünen Rand. Und ich finde, das sieht ein bisschen besser aus auf der Karte. Aber das bleibt jedem selber überlassen. Deswegen habe ich es euch einfach jetzt freigestellt. So, und das könnt ihr euch auch schon auf eure Grundkarte aufkleben. Ich finde, mit dem geprägten Hintergrund sieht das richtig, richtig schick aus. Man kann es auch nochmal anders versuchen, ohne den geprägten Rand, aber ich finde, das sieht echt schick aus. So, dann kommen wir zum Dekorieren. Das heißt, das werden wir hier auch einmal, glaube ich, festkleben. Zieht das einfach nochmal mit dem Falzbein nach. Bisschen Flüssigkleber. Hier auch. So, dann hält das Ganze schon. Hier habe ich mir gedacht, werden wir das Etikett rübersetzen. Da werden wir auch gleich noch eine Glocke ranmachen. Und das setzen wir uns dann hier einfach so, wie ihr möchtet, in den Hintergrund. Und die Glocke wollte ich gerne hier dran haben. Und die dann gleich mit einer Schleife verbinden. Aber erstmal müssen wir einen Spruch drauf machen. Bin heute ein bisschen verpeilt, wie ihr immer wieder merkt. Ich nehme mal wieder meine Matte. Habe ich mir jetzt den einen Spruch rausgenommen. Mache auch Olivgrün, dass wir immer in der Farbe bleiben. Ihr könntet das auch Gold embossen. Sieht richtig schick aus. Das mache ich mal fix wieder zu. So, dann können wir uns eigentlich hier schon die Glocke ran machen. Wenn ihr dann so wie ich endlich mal die Schleife fertig gemacht habt, dann nehmt ihr euren Flüssigkleber, macht hier hinten einfach ein bisschen
Flüssigkleber rauf und schaut und guckt, wie ihr eure Blätter da anbringen möchtet. Das habe ich dann auch schon mal mit Funktape ein bisschen erhöht. Und dann klebt ihr euch das Ganze hier einfach hin. Hier könnt ihr wieder noch den Zweig mit rüber machen. Und schon habt ihr eure erste Karte fertig. Für Karte Nummer 2 kriegt ihr dieses Materialpaket. Das ist jetzt Basic Beige. Ich habe gedacht, das passt auch eigentlich ganz gut dazu. Das ist dann eure Grundkarte. Das Weiße ist für in die Karte. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr aber machen. Das machen wir jetzt aber einfach mal. Man kann auch auf dem Basic Beige ganz gut schreiben und man würde es erkennen. Aber so, finde ich, setzt sich das immer noch mal ganz gut ab. So, das klebt ihr euch einfach in die Karte. So, und auf die Karte habt ihr jetzt hier wieder ein bisschen Papier. Das habe ich wieder geprägt. Das setzen wir uns hier oben drauf. Ich werde die Karte mal aufklappen, dann kann man das einfacher bekleben. Das werde ich aber mit doppelseitigem Klebeband bekleben. Hier sind noch meine Reste dran. Ihr könnt das aber auch mit Flüssigkleber bekleben. Also völlig egal, wie ihr das macht. Hauptsache, das klebt. So, dann muss ich mir das mal eben abziehen. Und dann klebt ihr euch das hier drüben hin. Die Maße sind 10, das muss ich echt lügen, habe ich gerade vergessen, ich habe gerade alles aufgeschnitten, 10 cm mal 8 cm, genau. Dann habt ihr hier ein Design, das Stück Designerpapier mit diesem Gold. Auf der Seite sieht es so aus. Das ist 7,5 mal 9,5. Das klebt ihr euch einfach hier rauf, dass sich das so ein bisschen abhebt. Dann haben wir hier unsere Blümchen. Hier ist auch dieses Pergamentpapier, dass ihr das auch mal habt und verarbeiten könnt. Und das kleben wir uns jetzt hier nämlich einfach rauf. Ich fange mit dem mittleren Stück an. Klebe es aber noch nicht rauf. Und setze mir das einfach jetzt hier hinter, dass hier unten sich das wie ein so ein Blumenast zusammenfügt. Und dieses Stück auch. So, und dann könnt ihr nämlich auch hier hinten auf dem Pergamentpapier Flüssigkleber anbringen. Hier ist das jetzt nicht so schlimm. Hier könnt ihr in die Blumen reintupfen, dann sieht man das nicht so. Oder in die Blätter eher gesagt. Ich habe mir gedacht, das setzen wir uns hier drauf. Da legen wir uns einmal kurz den Stempelblock drauf. Dann kann das nämlich schon mal trocknen. Und wir werden uns jetzt eben unserem Etikett widmen. Und die Glocken können wir uns schon mal aufkleben. So wisst ihr nämlich gleich, wo ihr stempeln müsst. Also das ist ein bisschen schräg gleich. So, und dann brauchen wir nämlich noch Sprüche. Das ist gleich für die Deko, nicht, dass mir das hier gleich abhanden kommt. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen frohes, wo ist es denn? Weihnachtsfest, glaube ich. Nee, frohe Feiertage.
Frohe Feiertage oder frohe Weihnachtsfest? Da schauen wir doch mal, wie es passt. Schöne Feiertage, genau. Nicht frohe, sondern schöne. Ach, das ist hier anders drauf. Genau, ich bin nämlich hier nachgegangen, was ich mir gedacht habe, nehmen wir uns. Schöne Feiertage. Ich habe mir gedacht, das Feiertage setzen wir uns hier unten rauf. Und das Schöne passt nämlich noch hier rauf. Ihr könnt es auch erst stempeln und dann bekleben. Ach, ich stempel das einzeln. So. Genau. Und dann nehme ich jetzt das Gartengrün, damit das nämlich zum Hintergrund passt. Das hier ist im Gartengrün. Auch einmal meine Unterlegmatte. So, einmal das. Dann nehmen wir uns noch das Schöne. Das Gute ist, das sind ja Clear Stamps, da könnt ihr nämlich durchgucken und euch das anordnen, so wie ihr das haben wollt. Das sollte jetzt fest sein. Und das kleben wir uns einfach hier so rauf. Ein bisschen schräg. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Deko. Und das hier sind die neuen Steine. Die finde ich mega schön. Wir haben jetzt hier zwar überhaupt nichts Rotes, aber Rot gehört nun mal zu Weihnachten. Und die könnt ihr euch hier irgendwo hinsetzen. Irgendwo ist hier noch das Plastikding, ne? Da. So, und dann haben wir hier noch diese drei, keine Ahnung, Brösel. Und die setzen wir uns auch einfach auf die Karte rauf. Auf jeden Fall dort. Einfach, wo das passt und setzt euch die rauf. So, die könnt ihr hier nochmal rüberfahren mit eurem Falzbein. Und dann ist Karte Nummer 2 schon fertig. Für Karte Nummer 3 bekommt ihr dieses Materialpaket und das kleben wir uns auch einfach auf. Ich finde das mir persönlich zu bunt, deswegen werde ich das ein bisschen überkleben. So, das könnt ihr euch einfach auf eure Grundkarte aufkleben. Die ist wieder in Basic Beige, dass wir auch mal mit den neuen Farben arbeiten und ich finde, das harmoniert total gut zusammen. Dann haben wir hier diesen Aufleger. Ihr könnt den auch so rum benutzen, dass es euch... Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber ich finde das mit dem Glitzer ganz gut. Da stört mich das nicht so. Das kleben wir uns auch einfach auf. Und so habt ihr hier nämlich auf eurer Karte einen schönen goldenen bunten Rand. Ich finde, das ist okay. Ihr könnt euch das hier, das obere, aber auch noch einkürzen, wenn ihr wollt, dass ihr ein bisschen mehr vom Hintergrund seht. Das könnt ihr auch noch machen. Und genau, jetzt werde ich erstmal den Spruch aufstempeln. Und zwar, frohes Weihnachtsfest. Und das machen wir in Waldmoos. Wir müssen ja uns mal durch die Farben durcharbeiten. Moment, ich brauche meine Matte. So. Sieht sehr schick aus, ne?
Oh ja. Guck mal, wie schick das aussieht. Richtig, richtig schick. Aber da habe ich ein Fussel bei mir drin. Nein! Ich mache das nochmal. Seht ihr das? Moment mal. Moment mal. Seht ihr das? Ne, seht ihr nicht. Hier, da ist ein Fussel bei mir drin. Da ist der Abdruck. Gut, also ich mache es nochmal. So, ich habe das jetzt nochmal gestempelt. Also sowas Doofes. Aber gut, es passiert. Guckt euch eure Stempel vorher einfach mal an, wenn die neu sind. Die müsst ihr sowieso einmal, immer grundsätzlich einmal sauber machen. Dann ab und zu sind da auch mal so ein paar Fussel dran. So, und jetzt mache ich das wie vorhin. Das heißt, ich setze mir einfach. Nein, ich lege mir das erstmal hier hin. So. Dass ich hier oben natürlich noch auf der Karte bin. Guckt, wie euch das gefällt. Ihr euch das hier ankleben und den setzen wir uns gleich hier einmal über dieses Loch rüber. Aber wenn ihr euer Etikett jetzt so habt und das hier einfach alles reinpasst, dann könnt ihr euch das festkleben. Bei dem Vellumpapier, was ich jetzt hier gerade mit Flüssigkleber voll mache, da ist es gar nicht so schlimm. Das sieht man gar nicht, weil da so viel ja, eingedrucktes auf dem Vellum ist, dass der Kleber hinten gar nicht auffällt. So, dann könnt ihr euch das andrücken und den erhöhen wir uns hier oben einfach über dieses Loch rüber. Das heißt, hier brauche ich ein bisschen Foamtape. Und hier oben den zwei kann ich auch mit Foamtape erhöhen. Und hier unten könnte ich auch noch ein Stück Foamtape draufsetzen. Müsst ihr mal ausprobieren. Ja, das habe ich mir gedacht. Gut, wenn ihr soweit seid, zieht ihr euch einfach eure Schutzfolie ab. Macht hier noch ein bisschen Flüssigkleber drauf. Dann könnt ihr euch das Ganze hier hinsetzen. Und dann habt ihr noch von diesen anderen Kugeln, die sind so Perlmutt, die glänzen in jeder Farbe. Setzt ihr euch die einfach hier hin. Und schon habt ihr Karte Nummer 3 fertig. Das ist euer Materialpaket für Karte Nummer 4. Und wir fangen gleich einfach mal an. Das hier ist auch ein richtig, richtig schönes Papier. Und ich habe mir gedacht, weil das ja so goldig ist und stark bedruckt, setzen wir das wieder in den Hintergrund und werden einfach ein bisschen im Vordergrund dekorieren. Das könnt ihr euch auf eure Grundkarte in Pekanuss aufkleben. Können wir im Übrigen auch gleich schon mal nachfalzen. So, dann haben wir nämlich, glaube ich, schon ganz viele Farben durch. Dann kommt hier nachher gleich das Tag drauf. Das bestempeln wir uns jetzt erstmal. Ich habe mir jetzt hier den größten Spruch rausgenommen. Zum Fest viel Ruhe, Liebe, Fröhlichkeit und eine Prise Gelassenheit. Kann man immer gebrauchen, gerade wenn die ganze Familie zusammenkommt. Ich gucke jetzt nochmal gerade, nicht, dass mir wieder irgendwo, meine ich doch, hier war irgendwo ein Fussel. Und sonst werdet ihr das einfach nochmal säubern, trocknen. Und wir nehmen jetzt mal das Gartengrün. Das passt ganz gut zusammen.
Jetzt muss ich nur mal gucken. Hier wollen wir wieder mit Glocken arbeiten. So, wenn man den Stempel richtig rumhält, dann wird das auch was. Genau, und den werde ich mir einfach hier unten einmal abstempeln. Ja, sieht sehr schick aus. Zeige ich euch dann nochmal. Mit Gartengrün passt perfekt zusammen. Und das werden wir uns dann jetzt auch gleich einmal aufkleben. Aber erstmal werde ich mir hier diese Glocken festkleben. Bei mir habe ich hier unten so eine kleine Kante drin. In euren Materialpaketen wird das nicht so sein. Die klebe ich mir jetzt einfach hier hin und gucke, dass ich hier noch trotzdem in dem Loch bleibe da oben, dass ich da gleich noch das Band durchziehen kann. Und die klebe ich mir jetzt einfach oben drüber. So, dann könnt ihr hier immer noch das Band durchfädeln. Das werde ich jetzt mal eben tun und versuche mal wieder eine Schleife zu machen. Wenn ihr dann eine Schleife hingekriegt habt, ja, ihr müsst echt lachen, ne? Also bei mir dauert das ja echt, ne? Aber gut, ihr seid da wahrscheinlich schneller. Das ist wirklich nicht mein Steckenpferd. Und dann dekoriert ihr das hinten einfach. Ich habe nochmal Foamtape hinten hintergeklebt. Wir da ein bisschen Dimensionen bekommen in die Karte. Und wenn ihr euch das jetzt hier so aufklebt, achtet einfach drauf, dass das hier wieder nicht über die Karte rüberragt. Dann habe ich hier wieder ein Stück Vellum mit eingepackt für euch. Na, das kann noch ein kleines Stück höher. Ja, so. Und den habe ich mir gedacht, werden wir hier unten einfach bisschen rausgucken lassen. Und den verstecken wir fast ganz dahinter. So, genau. Und wenn ihr euch das so hingelegt habt, dass ihr zufrieden seid, dann klebt ihr das Ganze einfach fest. Dann haben wir hier noch diese drei Bobbles. Die kleben uns dann auch noch mal fest. Und schon habt ihr Karte Nummer 4 fertig. Oh, hier drinnen kommt noch Grundweiß rein, damit man da besser drin schreiben kann. Genau, das klebe ich noch mit rein. Das lege ich euch noch mit ins Materialpaket. Habe ich vergessen, weil wir hier mal mit Pekannuss gearbeitet haben. Sonst haben wir mal eine helle Farbe genommen. Ja, das kommt dann noch mit rein. Aber das wäre jetzt Karte Nummer 4. Also ich bin ganz gespannt, wie euch die 4 Karten gefallen haben. Und welche euch am besten gefällt, das könnt ihr mir gerne noch mal unterhalb des Videos in die Kommentare reinschreiben. Dort unterhalb des Videos, da findet ihr meine Daten. Da kommt ihr auch auf meine Homepage und ich verlinke euch nochmal alles, was wir heute verwendet haben dort. Und dann könnt ihr das auch direkt nachbestellen. Und
Ja, wenn ihr Fragen habt, irgendwas ist, ihr findet meine Daten auch unterhalb des Videos, schreibt mich gerne an. Schreibt mir eine WhatsApp, schreibt mir eine E-Mail, irgendwas. Zeigt mir eure Karten, die ihr gebastelt habt mit den Materialien. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln, beim Shoppen. Und wenn irgendwas ist, meldet euch bei mir. Ich bin für euch da. Also ihr Lieben, macht's gut und bis bald!